Die neue Season 4 ist ja letzte Woche gestartet und ihr wollt Kronensiege holen? Dann ist dieses Video genau richtig für euch. Denn heute zeige ich euch die perfekte Taktik, die bei mir geklappt hat, um richtig viele Kronensiege am Tag zu holen. Also fast jede oder jede zweite, dritte Runde einen Sieg zu holen und so mega schnell Kronensiege zu farmen. Also ich werde euch den Landesbot zeigen, die Rotation und noch viel mehr. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich mega, mega freuen. Und falls ihr mich finanziell auch mega unterstützen wollt, könnt ihr gerne im Fortnite-Item-Shop mein Creator-Code Lenny-OG eintragen. Würde mir mega, mega helfen und euch kostet das gar nichts. Also macht das gerne und jetzt viel Spaß mit dem Video. Als Landesbot würde ich euch auf jeden Fall schon, wie im Landesbot-Video gesagt, Grotto empfehlen. Das ist wirklich der beste Landesbot im Moment. Vor allem jetzt auch, um Kronensiege zu holen. Da landen zwar kaum Gegner, das ist auch der Hauptpunkt eigentlich. Weil hier landen wirklich gar keine Gegner. Aber falls ihr das Video nicht gesehen habt, die landen wirklich keine. Weil hier, also manchmal landen vielleicht ein, zwei Gegner hier, aber jetzt landen wieder gar keine hier, oder? Hier fliegt vielleicht einer, aber höchstens zwei Gegner wahrscheinlich. Hier fliegt jetzt irgendeiner nur rum. Und mehr dann auch nicht. Der ist ja, und der fliegt auch schon wieder weg anscheinend. So, der ist jetzt im Zeppelin, das grieft mich ein bisschen, weil ich wollte eigentlich gleich rein, aber kann ich ja machen. Weil erstmal lootet ihr dann immer hier, ich würde euch empfehlen hier zu machen, dann geht ihr in Zeppelin rein. Jetzt habe ich ja leider schlechten Loot, weil und der Gegner ist hier irgendwo. Oder vielleicht auch nicht, wenn man weiß, ob er noch hier ist. Okay, er ist hier noch. Wow. Okay, das war sehr knapp. Und dann könnt ihr auf jeden Fall erstmal hier den ganzen Zeppelin looten. Hier fliegt jetzt noch einer, okay. Ich nicht gedacht, dass hier überhaupt zwei Gegner sind, aber egal. Hier unten bei Bot könnt ihr euch auch einen Mad-Nebel holen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr noch keinen gefunden habt. Oh, ist auch ein Biggie, perfekt. Und dann lootet ihr einfach erstmal den ganzen Zeppelin. So Leute, ich habe jetzt den Zeppelin erstmal soweit fertig gelootet und das ist erstmal meine Ausbeute. Und ich finde das schon sehr gut. Nur für den kleinen Zeppelin, da ist der nächste Gegner. Komm. Ach, scheiße. Oh, noch einer. Okay, das verwundert mich jetzt. Der ist auch lost. Das verwundert. Aber es verwundert mich echt, dass hier so viele landen auf einmal. Also viele sind ja immer noch nicht gebrochen, aber zwei Gegner jetzt schon. Und jetzt habe ich auch einen Schlüssel, sehr wichtig. Also Schlüssel braucht ihr auch auf jeden Fall, aber findet ihr auch wenn ihr keinen guten Gegner kriegt. Weil hier gibt es eigentlich immer genug, auch vor allem unten gleich noch, wenn ich runtergehe. Guck mal, ob der Gegner noch da ist und ob der irgendwie durchgezogen ist. Ja, hier ist er noch. Perfekt. Mit der Krone, sehr gut. Und das ist auch das, was ich gleich eigentlich noch ansprechen wollte. Und zwar, ihr braucht auf gar keinen Fall zwei Wins holen, wenn ihr keine Krone habt. Ihr könnt sofort den Win holen. Also wenn ihr den Win holt, habt ihr auch einen Kronen-Win, weil man findet eigentlich, wenn man ein paar Kills macht, auf jeden Fall eine Krone von den Gegnern. Ich habe es direkt im Early Game einen gefunden. Ist mir auch schon heute mehrmals passiert, dass man direkt im Early Game eine kriegt. Und dann lootet ihr halt einfach noch ganz hier unten. Ich habe jetzt auch schon genug Schlüssel, deswegen werde ich jetzt nicht mehr weiter looten, weil ich habe soliden Loot. Also sobald ihr zwei Schlüssel habt, könnt ihr wieder hochgehen und dann zum Tresor gehen. Und der Tresor, falls ihr ihn noch nicht kennt, ist hier drin. Und den werde ich mir jetzt auch nochmal looten. So Leute, das ist jetzt mein finaler Loot hier. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und jetzt machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg, Taktik weiterzuführen. Und jetzt mache ich immer eigentlich, dass ich einfach hier rüber rotiere, weil die Sonne ist ja meistens hier, die ist eigentlich nie da irgendwo. Und dann sucht ihr einfach Gegner, wenn hier schon irgendwo einer ist, dann landet ihr einfach auf dem. Oder sonst geht ihr Richtung Loot, Richtung Tilted. Tilted ist ein bisschen gefährlich, aber ich gehe mal so hier in die Richtung. Und dann sehen wir mal. Oh, ich habe hier gerade ein Heal-Symbol gehört. Oh, da oben. Alter, das hört man ja mit Soundeffekte visualisieren. Bodenlos weit. Er ist da auf der Brücke und Köln einfach. Na, ich check mich jetzt hinter mir natürlich. Ja, Junge, wie viele Hits kassiert er denn? Er ist wieder cracked. Okay, er sollte auf jeden Fall sehr low sein, ich hole ihn mir. Außer ich sterbe jetzt, das wäre peinlich. Aber das passiert nicht. Oh, eine mythische DMR, oder? Weiß einer von euch, wo man eine mythische DMR herkriegt? Ich weiß es nicht. Mythisch dann. Ah, what's up? Okay, der Typ ist auch low. Okay, die mythische DMR will ich auf jeden Fall mitnehmen. Die ist krass. Den Typen da gucke ich auf jeden Fall mal. Ich hoffe mal, ich kann meine dem Typen jetzt hier auch noch holen. Ist er noch da? Ja. Komm her. Okay. Hochcranker. Okay, er ist nicht so schlecht. Moin! Okay, das hat er glaube ich nicht erwartet. Okay, ja. Der ist so ein ekliger Gegner, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr die, die immer hochbauen und dann euch am Ende vielleicht doch noch holen?
weil ihr die ganze Zeit abhauen und dann am Ende euch irgendwo überraschen, so wie es mir jetzt gleich passiert. Ich habe ja keinen Plan, wo er ist. Junge, wo ist der Typ? Okay, er ist, glaube ich, ins Haus reingegangen und da hinten ist ein Lama markiert. Ah ne, bruh, ich dachte, es wäre ein Lama. Ich glaube, der Typ campt hier wirklich im Haus. Ich habe gerade wirklich Schiss, dass ich gleich von irgendwo weggepumpt werde und einen Herzinfarkt kriege. Aber beide Türen sind offen, das heißt, er ist nach hinten durchgezogen wahrscheinlich. Aber ich habe ihn gar nicht gesehen oder gehört, das kann eigentlich nicht sein, aber egal, ich gehe jetzt einfach. Okay, hier ist er. Endlich kriege ich dich. Junge, es wäre fast das passiert, was ich eben angekündigt habe. Er versteckt sich irgendwo und holt mich dann doch noch, aber das ist zum Glück nicht passiert. Und auf jeden Fall dann, Leute, könnt ihr hier mit diesem Zeppelin wegfliegen. Und hiermit kann ich jetzt auf jeden Fall in so fliegen. Und jetzt würde ich theoretisch wieder auf den Gegner. Und da ist tatsächlich auch schon einer. Ich glaube mal kurz hier, ich nehme mal hier drüber. Ah, okay, das war der Typ, der tot ist. Und hier ist nochmal das Beispiel, wieder eine Krone, die könnt ihr euch jetzt auch snacken. Hättet ihr jetzt noch keine, so wie ich. Boah, der hat aber echt guten Loot. Soll ich da mal hingehen? Komm, mache ich einfach mal. Saftig. Wow. Die nehme ich mit. Hoffentlich ist hier keiner. Okay, sehr gut. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, im Busch zu campen. Ist hier jemand? Ja. Ach komm, ich hätte eigentlich reinspringen können. Okay, das auch ganz okay. Ah, das ist ein World Cup Skin. Und jetzt werde ich auch noch von der Seite gesniped. Darauf habe ich tatsächlich gar keinen Bock. Junge, er wurde nochmal angesniped. Digga, irgendein Typ hat hier so crackt das Sniper ein. Und jetzt schießt er auch noch runter. Ich gehe mal kurz runter. Ab in Busch. Für die, die ihn wirklich kennen, im Busch kriegt man keinen zwei Schaden. Oh nein, jetzt kommen 5er Ticks. Gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Oh, geil. Hier kommt direkt der nächste Gegner. Okay, das, was hier gerade passiert ist, gefällt mir gar nicht. Nur noch 6 Leute am Leben mit mir und überall Gegner. Komm, jetzt haut er wieder ab. Ich muss hier irgendwie weg, hier ist gerade gefühlt die ganze Lobby. Jetzt kommt der Typ bei mir durch die Box und ist dann so. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Team gegen mich. Das sind mehrere Gegner, aber die gehen die ganze Zeit nur auf mich. Okay, und schnell weg. Ich auch langsam einen neuen hier oder B oder so und hier ist direkt der nächste Gegner. Okay, der Typ ist absolut low. Soll ich in Ruhe lassen oder nicht? Ich gehe rein als welches für den hier. Warum ist eigentlich mein Lobby gerade so gut? Ich habe eigentlich keinen Bock auf solches fertigen Preis. Und hier ist die nächste Krone, Leute. Wieder fürs Beispiel jetzt mal. Ja lol. Das ist ein dicker Feind jetzt. Mal gucken, ob ich den irgendwie abstauben kann. Aber ich bleib mal lieber hier. Der letzte, ja. Scheiße, und der ist auch noch cracked. Okay, komm. Okay, der ist der ekligste Wegbauer, den ich hier kennengelernt habe. Bleib doch mal stehen. Puh. Der ist halt Highground, das ist ein bisschen dumm, aber jetzt bin ich Highground. Ja, wichtig. Okay, das war sehr, sehr wichtig. Wie viel Metz hat er eigentlich? Ja! Let's go, Leute. Und das ist der Kronwin Nummer... Keine Ahnung was. Nummer 11 tatsächlich. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Probiert die Taktik gerne mal aus. Ich habe heute schon über 6 Wins geholt in vielleicht 2 Stunden spielen oder so. Und ciao!